Moin moin miteinander, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Karriere hier beim VfL Osnabrück und es ist richtig spannend. Heute gibt es 3 statt 2 Spiele, denn es sind die letzten 3 in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Auf dem Weg in die erste Bundesliga, Aufstieg oder nicht, das ist hier die Frage. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, wir gehen rein ins Spiel gegen den FC St. Pauli. Und da sind wir schon am Spieltag Nummer 32. Wir spielen gegen St. Pauli. Es ist richtungsweisend. Es ist eigentlich alles möglich. Wir können in der zweiten Liga bleiben. Wir können aufsteigen. Und nach diesem Spieltag können wir auch noch Meister werden, wenn Stuttgart in diesem Spiel verliert. Und wir das nächste Spiel, ich kann es schon mal verraten, wir spielen das nächste Spiel gegen Stuttgart. Wir gegen Stuttgart gewinnen, dann wird es ein heißer Ritt auf der Klinge am letzten Spieltag. So oder so wird es ein heißer Ritt. Also, wenn wir gewinnen oder wenn wir verlieren, das wird hier ganz schön spannend. Und Pires Rodriguez ist schon wieder im Strafraum. Pires Rodriguez mit dem wunderschönen Pass und der Ball ist nicht drin. Der Ball ist nicht drin. Himmelmann pariert glänzend. Ajay in den Strafraum, doch das war zu verspielt. Er hätte die Lücke sehen müssen und laufen müssen. Schade, dass Ajay das nicht getan hat. Schade, dass wir das nicht getan haben für Ajay. Jetzt aber Pires Rodriguez ist wieder im Strafraum und wird da nicht zu Fall gebracht. Schade aber auch. Wäre 11 Meter gewesen, aber Pires Rodriguez bleibt auf den Beinen stehen. Das war abseits, keine Frage. Chance ist dahin. 18 Minuten gespielt, immer noch 0:0. Ajay, nee, Quadwo über außen, das war Quadwo. Die Flanke kommt überhaupt nicht gut und dann gibt es hier Einwurf. Aber der Schiedsrichter, nein, zeigt erstmal keine gelbe Karte. Ich finde, ein St. Paulianer hätte noch gelb verdient für einen Foul, was ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Aber das war trotzdem gelbwürdig. Aber er lässt erstmal hier weiterlaufen, der Schiri. Und da sind wir im Strafraum und der Schuss geht in die Wolken. Ajay macht das stark. Ajay in die Mitte, aber da kommt er nicht an. Und dann Außenpfosten. Außenpfosten von Ajay. 35. Minute. Hier wollte er querspielen. Der kam nicht an. Und dann hat er sich gedacht, hier nehme ich ihn selber. Am Torwart schon vorbei. Doch der Pfosten hatte was dagegen. Pires Rodriguez auf Ajay. Ajay nimmt sich ein Herz. Und diesmal Pfosten. Aber der geht nicht raus, sondern er aber geht auch nicht ins Tor. Von daher, naja. Aber hier sind wir nochmal und jetzt der Schuss von Aitor, der ist drin. Das 1:0 in der 47. Minute, 2. Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Hier wunderschöner Pass und dann Aitor mit dem Schuss ins lange Eck. Wunderbar gemacht, der Schiedsrichter braucht diese Halbzeit gar nicht mehr anzupfeifen. Schiri, pfeifst du auch ab? Ja, wunderbar. 1:0 zur Halbzeit, nur würde ich sagen, wir sehen uns wieder in Halbzeit 2. Und da sind wir schon in Halbzeit 2. Wir führen mit 1:0. Ausruhen dürfen wir uns trotzdem nicht. Ein 2:0 ist immer besser als ein 1:0. Und ja, genau das ist unsere Devise. Auch wenn wir jeden Punkt hier dringend gebrauchen. Aber wir gehen hier jetzt kein Risiko ein und sagen, wir verwalten hier das Ergebnis. Sondern wir spielen aufs 2:0. Ganz klar. Osnabrück. Ach nee, St. Pauli. St. Pauli ist vorne. Aber wir holen uns ganz, ganz stark den Ball da wieder und machen das richtig gut da auf der Außenbahn. Aitor kann jetzt mal ein paar Meter gehen, hat Platz. Aitor hat immer noch Platz. Aitor wird gar nicht angegriffen. Jetzt muss er mal auf die Bremse gehen, denn er kann nicht mehr. Aber es macht er richtig stark. Er spielt hier heute sein Spiel. So, Quadwo mit dem Ball in die Mitte. Der kommt nicht an. Schade, 63. Minute. Wir sind drauf und dran, vielleicht noch ein zweites Tor zu schießen. Sorba. Sorba nimmt sich mal ein Herz. Schießt, aber der ist weit, weit daneben. Alvarez. Alvarez wollte den Ball in die Mitte spielen. Der kommt nicht durch. Und dafür gibt es jetzt aber Eckball. Aitor kann nicht mehr. Der wird jetzt mal rausgenommen. Dafür kommt jetzt Danneberg rein. Schauen wir mal, was wir noch bringen können. 70. Minute. Mal gucken, was mit dieser Eckball, mit dieser Ecke passiert. Valencia kommt über außen, der Ball in die Mitte. Und da ist Danneberg ganz frei. 75. Minute, das 2:0. So frei darf noch kein Spieler stehen. Danneberg, gerade erst reingekommen, er hat es gesehen. Und da steht er auf der 5-Meter-Linie, aber sowas von alleine. Keiner interessiert sich dafür und der Torhüter, ja, der kann eigentlich nichts machen, außer
blöd dastehen und eine Aktion machen, damit er vielleicht ein bisschen was fürs Portemonnaie kriegt. Ach du meine Güte. So frei nach einer Flanke. Vielen, vielen Dank, St. Pauli. Vielen, vielen Dank, Danneberg. 87. Minute. St. Pauli ist im Strafraum, kriegt den Ball nicht gut gespielt und das gibt Abstoß. Das gibt Abstoß, das hätte auch anders enden können, aber 88. Minute, wir haben jetzt einen Abstoß, wir warten jetzt eigentlich nur noch, Chiriri diese Partie abpfeift, ich hoffe, er gibt nicht mehr allzu viele Minuten drauf, 3 Minuten, ich weiß gar nicht für was, aber egal, dann kommen wir einfach nochmal, dann kommt Schreck, macht das nicht, dann kommt der Nachschuss von Alvarez, der geht daneben, 2. Minute schon vorbei, was kriegen wir in der letzten Minute noch hin, ich glaube nicht mehr viel, wir müssen aber auch nichts mehr machen, denn wenn wir auch eins nicht hinkriegen, dann ist es 2 Gegentore kriegen. Das denke ich mal. Und da pfeift der Schiri ab. 2:0 gewinnen wir das Spiel hier gegen St. Pauli. Was das jetzt für uns heißt, das sehen wir jetzt. In der Tabelle ist eigentlich nur eins entschieden. Und zwar, dass Dresden abgestiegen ist. Also 2 Sachen entschieden. Dresden geht runter in die 3. Liga. Und Stuttgart geht hoch in die 1. Liga, nämlich als Tabellenerster. Die sind jetzt Zweitligameister und wir kämpfen noch mit Nürnberg und Hannover um die Plätze. Wir spielen jetzt gegen Braunschweig. Mal gucken, wo stehen die denn? 9. Okay, aber auf jeden Fall jetzt punkten. Dann wird es schon mal ziemlich schwer für Hannover. Wenn wir punkten und Nürnberg und Hannover punkten nicht, dann ist es schon unser Aufstieg. Oh, das ist hier echt spannend, aber was vielleicht bei uns so spannend ist, könnten wir mal gucken, ob es in einer anderen Bundesliga, in der 1. Bundesliga, wenn wir Relegation spielen müssten, gegen wen wir denn ran müssten. Da ist Bayern noch nicht Meister. Bayern ist am letzten Spieltag noch nicht Meister. Dortmund kann noch aufholen, 81 Punkte. Und Mainz und Ingolstadt streiten sich um die Relegation. Also das wird schon mal spannend. Freiburg mit 17 Punkten und Bochum mit 19 Punkten. Schon sicher abgestiegen. Auf geht's, ja, ins vorletzte Spiel. Gegen Braunschweig, rein ins Vergnügen. Auswärtsspiel in Braunschweig, das vorletzte Spiel. Es hängt schon davon so, so viel ab. Da hängt schon alles von ab. Meine Güte, ist das hier spannend. Das ist mal ein Aufstiegskampf, ja, den wir uns so nicht erträumt hätten. Und wenn wir die ganzen 2-2s gewonnen hätten, dann hätte Stuttgart, ja, noch ziemlich blöde gucken können. Dann wären wir wahrscheinlich Erster. Aber jetzt kommt erstmal Quadwo! 6. Minute, ganz knapp am Tor vorbei. Schade. Braunschweig ist im Strafraum. Braunschweig! Ataslan kann den Ball da klären. Huiuiui. Braunschweig ist gefährlich vorm Tor. Jetzt Eckball. Aufgepasst. Aufgepasst, da kommt nicht wirklich jemand hin. Was gibt es? Es gibt Abstoß. Ein Glück. Ajay im Strafraum. Ajay. Das war ein bedrängter Schuss und von daher kam er sehr, sehr luschig an. Aber wir waren im Strafraum und wir sind weiter vorne dran. Schade, Ajay. Das sah sehr witzig aus, aber hat uns leider den Ball nicht gebracht. Und jetzt gibt es Freistoß für Braunschweig. Pires Rodriguez auf Ajay. Ajay ist wieder im Strafraum. Ajay, jetzt mal der Schuss. Ah, wieder nicht doll genug. Fejic kann den Ball sicher parieren. Das war jetzt die 2. dicke Chance von Ajay. Das eine Mal wurde er bedrängt. Diesmal war der Schuss einfach zu unplatziert. Ha, schade. Das hätte schon 1-0 sein können. Aber er kriegt ja hier gleich nochmal die Chance. Er ist ja schon wieder da. Ajay kriegt den Ball da leider nicht unter Kontrolle. Und somit war es das auch für diese Chance wieder. Braunschweig haben wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Sei denn, da kommen sie jetzt. Aber Ataslan passt auf und macht dann doch den Fehler. Und jetzt ist Hernandez da. Hernandez, das ist das 1:0 für Braunschweig. Oh, 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 oh. Was bahnt sich hier bitteschön an? Ich habe gerade noch gesagt, wir haben den Wind aus dem Segel. Und dann hat Ataslan den Fehler gemacht und der andere Innenverteidiger geht zu plump gegen den Spieler vor. Der Spieler geht dran vorbei und da steht es dann 1:0 für Braunschweig. Quadwo über außen. Quadwo mit der Flanke. Bafo kann den Ball vor Ajay klären und dann gehen wir mal rein und gucken mal, was wir mit der Ecke machen können.
Wir ziehen mal die Ecke hier ziemlich vorne auf den 5-Meter-Raum. Naja, es war eher der 11-Meter-Punkt, aber egal. Da kommt erstmal der Torhüter und jetzt der Nachschuss. Fejic kann den Ball gut halten. Irgendwann kann ich diesen Namen auch richtig aussprechen. Mit einem 0:1 oder mit einem 1:0 Rückstand geht es jetzt in die Halbzeit. Wir gucken mal, was Hannover macht. Hannover gewinnt 1:0. Und wer steht noch hinter uns? Ich glaube, Nürnberg, die spielen 1:1. Ach du meine Güte. Und wir liegen auch hinten. Oh, das wird hier ein Dreikampf um den Aufstieg. Meine Güte. Aber wir müssen punkten. Sonst haben wir es nicht mehr selber in der Hand. Das ist das Problem. Ajay hat den Ball. Ajay hat den Ball. Spielt ihn rüber. Und da steht es 1:1 durch Kwadwo in der 60. Minute oder 58. Minute besser gesagt. Steht es hier 1:1. Ajay legt ihn rüber. Mit nur einem Tick hier sieht man es jetzt nochmal. Tick darüber und dann kann Kwadwo abziehen. 1:1. Das ermöglicht uns wieder einiges in der Tabelle. So besser ist es ausgesprochen. Und meine Güte, es ist hier wirklich spannend bis auf die letzte Minute. Wenn das nächste Spiel 90 Minuten und dann abgepfiffen ist, dann kann ich erst sagen, was hier eigentlich Sache ist. Werden wir aufsteigen oder nicht? Vorher ist es hier wahrscheinlich nicht möglich. Jetzt Ajay. Ajay, schade. Und alle, die sich fragen, hat er nicht vorhin gesagt, er spielt gleich gegen VfB Stuttgart? Ja, das habe ich auch gesagt. Ich dachte, es wäre der VfB Stuttgart, der jetzt kommt, aber jetzt kommt erst Braunschweig. Spielen wir wirklich am letzten Spieltag gegen Stuttgart oder haben wir schon gegen Stuttgart gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gucke gleich mal genauer nach. 70. Minute. Kommt, ein Tor schaffen wir noch. Braunschweig ist wieder vorne drin. Ataslan macht das wieder richtig stark. Vorhin einmal den Aussetzer gehabt, aber dafür hat er auch zweimal schon sehr stark den Ball geholt. Also wir können ihm kein, ja, Fehlverhalten da jetzt wirklich andichten. Er macht seinen Job eigentlich gar nicht schlecht am heutigen Tage. Braunschweig ist wieder da. Braunschweig ist da ganz alleine. Braunschweig macht das nicht. Ein Glück, Braunschweig macht es nicht. Ajay sieht Schreck. Er heißt wirklich Schreck. Alvarez auf Bergmann. Bergmann jetzt mit der Flanke. Ah. Löwen ist mal am Strafraumrand. Löwen kann sich da wunderbar durchsetzen. Dann der Pass in die Mitte und... Das gibt es nicht. Was haben die für ein Torhüter in der Nachspielzeit? Schaut es euch an. 2 Meter vorm Tor und... Oh, er macht das Bein hoch. Das war wichtig. Fejic. Ei. Eckball nochmal. Komm, jetzt der Eckball. Da können wir doch was machen. Fejic war geschlagen. Jetzt steht da einer auf der Linie. Jetzt geht's nur 1:1 aus. Oh. Ein Blick auf die Tabelle verrät uns mehr. Hannover und Nürnberg haben jetzt getauscht. Jetzt gucke ich mal ganz genau nach. Nürnberg. Rein theoretisch sind wir Dritter. Denn Nürnberg kann 3 Punkte holen. Das heißt 62. Wir haben aber eine weitaus bessere Tordifferenz. Ich glaube, die zählt eher als das direkte Ergebnis. Und von daher könnten wir jetzt uns schon Dritter nennen, aber ich kenne die FIFA-Logik nicht. Und von daher wäre ich mit einem Punkt schon mal sehr sicher. Und wir spielen nämlich gegen den VfB Stuttgart. Wir spielen gegen den Meister der zweiten Liga. Wir mit VfL Osnabrück. 3 Punkte heißt sicher aufgestiegen, das heißt nämlich Tabellenplatz 2. 1 Punkt heißt sicher Dritter. 0 Punkte heißt nach FIFA-Logik eigentlich auch Dritter, aber könnte auch Vierer sein. Also, wir lassen uns mal überraschen. Los geht's. Und da sind wir im Spiel. VfL Osnabrück gegen den VfB Stuttgart. Bis jetzt die zwei besten Mannschaften der zweiten Liga. Stuttgart bleibt auch die beste. Ob wir die zweitbeste bleiben, das ist so eine andere Sache. Das stellt sich jetzt raus gegen den VfB Stuttgart. Auf geht es. Unser letztes Heimspiel vielleicht in der zweiten Liga. Sind wir mal gespannt. Aitor mit der Flanke in die Mitte. Kwadwo kommt da nicht dran. Erste Annäherungsmöglichkeit von uns. Jetzt Groß, passt da gut auf. Löwen spielt. Oh, schade. Doch, der passt. Hier, der war richtig gut. Ajay. Das war abseits.
Es war abseits, oder? War es abseits? Oh, ja. Ganz, ganz knapp. Ha! Wir sind drin im Spiel, würde ich mal sagen. Quadwo mit der Flanke, die kommt leider nicht an. Aber da ist Groß, der kann schießen. Naja, nur wohin ist die Frage? Weit, weit daneben. Stuttgart mit einer Ecke. 12. Minute. Stuttgart hat Ecke. Kein Gegentor jetzt fangen. Erstmal geklärt, aber wir haben den Ball nicht. Das seht ihr ja. Die Stuttgarter haben den Ball. Und da kommt schon der nächste Versuch. Und sehr, sehr schlechter Kopfball. Sehr, sehr schlechter Kopfball. Jetzt müssten wir aber den Ball sicher haben. Und das ist auch der Fall. Ajay kann schießen. Ron-Robert Zieler im Tor. Der Stuttgarter hält den Ball wunderbar. Oh, das wird so schwierig, gegen Stuttgart jetzt Tore zu schießen. Stuttgart spielt stark, sonst wären sie auch nicht Tabellenerster. Und die haben da hinten eben einen Ron-Robert Zieler. Aber auch den kann man bezwingen. Das werden wir heute, am heutigen Tag, zeigen. Ajay auf Löwen. Löwen auf Groß. Groß jetzt mit dem Schuss. Der war schon mal besser als der erste. 25 Minuten gespielt. Ja, wir sind irgendwie angekommen. Aber wir kriegen es einfach nicht hin, weit nach vorne zu kommen und Tore zu schießen. Und von daher, es kann richtig, richtig knapp werden. Ich habe es euch vorhin erzählt. Pires Rodriguez im Strafraum. Pires Rodriguez legt den Ball auf. Quadwo, der macht ihn nicht rein. Er macht ihn nicht rein. 37. Minute. Eieieiei. Stuttgart nochmal mit einer Ecke in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Jetzt ja kein Gegentor kriegen. Der wurde erstmal geklärt. Ajay kriegt wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit loszulaufen. Schade, aber 0:0 zur Halbzeit. Rein in Halbzeit 2. Ein Tor wäre jetzt mal richtig wichtig. Wir schauen mal. Hannover spielt 1:1. Und Nürnberg sehe ich nicht. Spielen auch 1:1. Also bisher reicht das 0:0. Stuttgart kommt über außen. Stuttgart kommt in die Mitte. Gersbeck hat ihn sicher. Hat aber auch Glück, dass der Stuttgarter da den Fuß nicht raushebt. Das wäre sehr, sehr gefährlich geworden. Und jetzt kommt schon wieder Stuttgart. Aber den Ball haben wir. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Ob wir da mal was schnell aufbauen können. Aber ich glaube eher, wir gehen nochmal Rückwärtsgang. Schauen, was wir hier machen. Nicht zu voreilig. Nicht, dass wir noch einen Konter fahren hier. Und jetzt sind wir da. Jetzt ist Palencia da. Palencia kommt da nicht vorbei an Baumgartel. Und dann kommt Stuttgart schon wieder. Oh, und die kommen richtig gut. Die kommen richtig gut. Donis. Ah, das ist unser Ball. Das ist unser Ball. Quadwo mit dem langen Ball. Auf Ajay. Ajay kommt da nicht an Zieler vorbei und rennt dann auch noch in Zieler rein. Das gibt natürlich Freistoß. Keine Frage. Gelbe Karte. Naja, auch zurecht. Aber wo soll denn Ajay dahin laufen? Guck mal, er guckt. Oh, okay, er hätte es sehen können, aber eieieiei. Das ist gelb, okay. Nehmen wir in Kauf. 73. Minute. Oh, das ist hier richtig spannend bis zur letzten Sekunde. Stuttgart kommt. Stuttgart kommt über außen. Sorba in der Mitte klärt. Und wir müssen immer noch zittern. Jetzt ein Tor. Das wäre doch schon mal sicher das Unentschieden dann. Und das wäre sowas von richtig genial, weil das würde den Aufstieg bedeuten. Und jetzt machen wir den katastrophalen Fehler. Der wird ja wohl nicht bestraft, oder? Er wird nicht bestraft. Die Nachspielzeit läuft. Wir wollen unbedingt ein Tor machen. Wir wollen nicht durch die Relegation. Denn wir wissen ja nicht, wie die anderen spielen. Durch Unentschieden können wir noch in die Relegation. Wir schaffen es nicht, nach vorne zu kommen. Jetzt ja kein Gegentor kriegen. 0:0. Wo endet das hier? In der ersten Liga ist Dortmund auf einmal Erster, obwohl Bayern vorhin 80 Punkte hatte. Und Dortmund 79. Und jetzt hat Dortmund 79 und Bayern nur noch 71. Naja, ist auch sowas von egal. Freiburg hat jetzt auf einmal 35 Punkte und nicht mehr 17. Ich weiß ja nicht. Bremen auf dem Relegationsplatz. Die waren da vorne auch nicht. Und Mainz hat sich eigentlich mit 27 Punkten um die Relegation mit Frankfurt gestritten. So, die sind jetzt einfach mal 10. und 11. Naja, okay. Wie ihr meint. Aber jetzt gucken wir in die zweite Liga. Und Leute, ich weiß, wer unser Gegner ist. Ihr habt es richtig gehört. Wir sind nur Dritter.
Hannover hat gewonnen 2:1. Das heißt, wir spielen Relegation beim nächsten Mal. Relegation, spannender kann ich es nicht mehr machen. Spannender geht nicht mehr. Wir spielen Relegation, wahrscheinlich gegen Bremen. Das steht noch nicht vorhanden. Schauen wir mal nach, was da gleich steht. Wie verbuggt ist eigentlich FIFA? Wir haben doch gerade geguckt und haben gesehen, wir spielen gegen Bremen. Jetzt auf einmal spielen wir gegen Freiburg. Was hat sich in der Tabelle da jetzt noch getan am 34., nach dem 34. Spieltag? Hat sich wahrscheinlich irgendjemand gedacht, ach ja, ich gebe nochmal da Punkte. Jetzt schaue ich nach. Mal gucken, ob Dortmund dann immer noch Meister ist. Wir schauen mal ganz genau nach. Nein, jetzt ist Bayern Meister mit 82 Punkten. Dortmund hat jetzt nur noch 72 Punkte. Ingolstadt und Bochum sind wieder beim Abstieg und Mainz ist auch nochmal 3 Plätze runtergerutscht. Dafür ist Frankfurt nochmal 3 hochgerutscht und Freiburg muss jetzt durch die Relegation gegen uns. Also witzig, witzig, witzig. Wir haben doch vorhin geguckt, da war doch der 34. Spieltag schon um. Ach, ist uns auch egal. Auf jeden Fall im nächsten Spiel, in der nächsten Part heißt es dann Relegation gegen den SC Freiburg. Und dann würde ich sagen, links und rechts könnt ihr jetzt auch auf Videos klicken. Abo-Knopf findet ihr auch. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Und dann haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann.